Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Mini Metro. Heute geht's nach Melbourne, Australien. Belebe die Stadtteile Melbournes mit zwar langsamen, aber zuverlässigen Straßenbahnen. Straßenbahn? Okay, hatte ich jetzt noch nicht. Ist da irgendwie was anderes? Oder gibt's da vielleicht Brücken statt Tunnel? Mal schauen, let's go. Ja, Brücken und Straßenbahn, okay. Interessant. Orange könnten wir dann erweitern, wenn dann immer eine Dings dazwischen kommt, also eine Form, die nicht gleich ist. So, dass eigentlich hier immer weggeht, obwohl ich das Schloss drin habe, keine Ahnung, das ist irgendwie strange. So langsam sind die Straßenbahnen gar nicht. Braucht jetzt eben Brücken statt Tunnel. Und wir starten diesmal mit 3 Brücken, was eigentlich ja gut ist. Zwei Brücken habe ich noch, daher eine andere Linie dazu. Das schließen wir mal grün an. Ich könnte quer vergehen und die nach oben und unten. Wenn es natürlich so einfach wäre. Dann halt so. Es geht gut auf. Wir haben eigentlich überall einen Anschluss. Daher einen Waggon. Den ich wahrscheinlich gleich mal bei grün einsetzen würde. Orange kommt ganz gut voran, grün sowieso, also dunkelgrün oder türkis oder Petrol, wie man es denn nennen möchte. Bei grün könnten wir eigentlich eine zweite Straßenbahn hinzufügen. Sieht ganz okay aus. Ne, die fährt hier durch. Straßenbahn, Waggon oder Brücke. Ich nehme mal nochmal einen Waggon. Das ist jetzt wieder doof. 4 Punkte auf einmal. Was soll die Scheiße?
Junge. Die Punkte sind einfach verflucht bei mir. Echt crazy. Ich habe das doch nirgends gesehen, dass immer so viele... Mücki. Drohnenschaft vergeschaltet. Dass wirklich so viele Punkte auf einen Fleck kommen. Das habe ich bisher noch nirgends gesehen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, die schafft das schon, die Straßenbahn hier. Sobald dann Endpunkt erreicht ist, kommt eine zweite Bahn dazu. Nämlich jetzt. Könnten wir eigentlich überall einfügen, das Auge da. Orange hat es ziemlich leicht, die schaffen eigentlich den Verkehr immer. Das ist auch gut, hier das Dreieck. Dann hat es einen kürzen Weg bis nach oben. Diese Punkte. Könnten wir eigentlich auch hier mit einfügen, weil da sind es drei Stationen. Da sind es jetzt auch drei Stationen. Vagoda, da es bisher eigentlich ganz gut läuft. Okay, die Straßenbahn ist dort unten. Du kommst gleich ein Vagoda zugeschenkt. Grün kommt gleich da an, von daher ist da alles gut. Orange einen Waggon dazu bekommt, klappt das hier auch ganz gut, würde ich sagen. Das kann es doch nicht sein. Diese Punkte immer, diese Kreise, die bringen mich echt um. Violett könnten wir eigentlich auch zu einem Kreis machen. Ein Stern. Ja, das wird jetzt lustig. Die Strecke jetzt noch länger ist. Kommt da gleich der nächste Zug dazu. Jedenfalls schon mal mehr als vorhin bei der anderen Strecke. Linie Waggon. Ein Waggon. Und den würde ich jetzt orange geben. Dann haben wir da wahrscheinlich nie ein Problem. Und bei grün kann noch ein dritter Zug vielleicht dazu kommen oder auch nicht. Warte. Mal schauen, wie es dann nachher aussieht. Ne, der schafft das. Das heißt, schaffen das. Dann lasse ich das vorerst noch. Das ist eigentlich auch gut. Wenn wir noch eine andere Linie bekommen, könnten wir hier eigentlich eine ganz lange Linie machen, die vielleicht so einen Kreis macht. Grün bekommt jetzt noch einen Zug dazu. Da das wirklich eine lange Linie ist. Bei Orange staut sich das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen, aber klappt noch ganz gut. Wie könnten wir das hier noch verbinden, dann wird das ein schnellerer Weg.
Woche 8. Eine andere Linie. So, jetzt würde ich nämlich von hier oben über das hier, über das hier vielleicht unten rum. Was das geht nicht gut. Wahrscheinlich diesen Kreis hier mitnehmen. Nee, den nicht. Und wahrscheinlich über das Viereck irgendwie zum Stehen hoch. Mit dem warte ich noch, da sonst die Linie viel zu lang wird. Ja, damit warte ich noch. Sonst wird die Linie viel zu lang und dann haben wir nämlich ein Problem. Stört Blau nämlich ein bisschen die spezielleren Formen an. So klappt das nämlich ganz gut bisher. Über 1000 Punkte erreicht. Sieht gut aus. Hey, Melbourne war das, glaube ich, hier. Genau, mit Straßenbahn. Ja, Melbourne. Da ist Timer, aber der sollte eigentlich hoffentlich hier dann kein Problem sein, da diese Straßenbahn geleert wird. Hier Platz für alle Leute. Ja, der kann einfach durchfahren. Sieht gut aus. Junge. What are you doing? What are you doing? Wieso ist jetzt der einfach durchgefahren? Der hätte jetzt einfach die Leute mitnehmen können. Wenn es daran scheitert, dann ja. Du musst mal kurz dort aushelfen. Blau schafft das nicht mehr. Wieso fährt er einfach durch? Er hätte die Leute mitnehmen können. Game over. Wegen Überlastung dieser Station musste der Betrieb eingestellt werden. 1147 Fahrgäste fuhren mit deiner Metro innerhalb von 54 Tagen. Ich glaube, das ist mein Rekord bisher bei allen Karten. Können wir gleich mal schauen. 1300, 800, 700, 900, 800. Ja. Ist bisher mein bester Rekord. Nice. Habe ich gut gemacht. Somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Reise. Ciao mit V. Tschüss.